war natürlich außer mir, in diesen Momenten kommt Glück und auch Traurigkeit und Angst. Das ist ein Mix von, wie soll ich das am besten erklären, ein Gefühlswelten-Mix ist das Ganze. Gell? Und während des Aufenthaltes am Gipfel, also noch diese obligaten Fotos, die wir gemacht haben, dachte ich schon wieder, wie komme ich runter? Es ist alles sehr nebulos, nicht? Weil es das erste Mal war, weil wir nicht gewusst haben, was mit dem Gehirn passiert, weil wir nicht gewusst haben, was mit den Muskeln passiert. Gell? Und jetzt in der Rückblende denke ich oft, Gott sei Dank, haben wir nicht so viel über die Möglichkeiten gewusst, dass es schief gehen könnte. Der Berg ist, wenn du den Berg ein bisschen versuchst zu verstehen, das ist dein Freund. Ich will auch keinen Berg bezwingen. Ich will keinen Berg, weiß Gott was, alles machen. Ich nähere mich diesem Berg, schaue mir das an. Ist er mir gut gesinnt, steige ich rauf. Ist er mir nicht gut gesinnt, vielleicht, weil er Lawinen sind, weil Steinschlag ist, weil das Wetter nicht gut ist, dann lasse ich ihn in Ruhe. Ist, glaube ich, solange es geht, eine ganz wichtige Tätigkeit. Man muss nicht immer extrem, auch der vierte Grad, ja, oder der fünfte Schwierigkeitsgrad ist ja schon genug, aber Klettern ist ein Jungbrunnen.